Ich bin noch nicht lange Mitglied im Kunstverein, ein paar Monate. Aber es geht mir schon seit einigen Jahren, beschäftigt es mich. Und das war kein spontaner Entschluss, sondern einer, der länger gewachsen ist. Und der Ausgangspunkt war das Kesselhaus. Also ich kannte schon ein paar Ausstellungen des Kunstvereins und bin dann eines Tages vor einigen Jahren, vor Corona war das noch, im Kesselhaus gelandet. Bin da reingegangen zu einer Ausstellung und das Erstaunliche im Nachhinein ist, dass ich nichts mehr über diese Ausstellung weiß. Ich weiß also auch nicht mehr, was da gezeigt wurde. Da ist kein Bild in meiner Erinnerung, in meinem Kopf. Woran ich mich aber erinnere, dass mich dieser Raum wirklich umgehauen hat. Der hat mich sofort, ja, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass er mich sofort willkommen geheißen hat. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe diese Wände, die Höhe, diese alten Apparaturen noch. Also es hat mich angezogen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass mich Kunst oft dann besonders packt, wenn ich sie an ungewöhnlichen Orten erlebe. Also ein Konzert vielleicht unter einer Brücke, ein klassisches. Oder ein Theaterstück in der alten Gärtnerei, wie das in Bamberg das Theater im Gärtnerviertel macht, die keinen festen Spielort haben. Die dann in Kirchen und Geschäften und Fabrikhallen spielen. Oder eben auch Kunst in anderen Räumen, oft in früher industriell genutzten Räumen oder leerstehenden Räumen. Da steht die Kunst ja nie nur für sich, wie im White Cube, sondern sie muss sich behaupten und sie in diesem Zusammenspiel zwischen den Arbeiten oder der Musik und den Schauspielern und dieser artfremden Umgebung entsteht oft noch ein zusätzlicher Aspekt, nochmal so eine Stimme. Und das ist das, was mich reizt dann. Ich glaube, es ist das, was mich an der Kunst in anderen Räumen so fasziniert. Wer ist auch stärker? Was entsteht in dieser Begegnung zwischen Raum und Musik? Also das Kesselhaus. Das war so eine erste Begegnung. Ich bin da auch sehr lange geblieben, habe mich in diesem Raum sofort wohlgefühlt und habe dann versucht, möglichst viele Ausstellungen dort zu sehen. Ja, und habe dann auch mitbekommen, wie sich der Kunstverein und dieser Dachverein bemüht, aus diesem Kesselhaus, aus diesem temporären Ort, einen dauerhaften Ort für die Kunst zu machen. Das habe ich dann so und fand es unglaublich spannend und auch, es hat mich beeindruckt, dass da so eine Gruppe von Menschen versucht, gegen viele Widerstände diesen Ort als Kunstort zu etablieren. Wie viel ich mich da einbringen kann in Zukunft, wie viel ich da beitragen kann, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Aber dabei zu sein, das zu verfolgen, vielleicht auch mal was ganz Einfaches mitzuhelfen, wie Wein auszuschenken bei einer Eröffnung, das kann ja was ganz Kleines erstmal sein. Und ja, Teil dieser engagierten Truppe zu sein, das kann ich, dafür nehme ich mir einfach Raum jetzt in meinem Leben. Genau, es hat eine Weile gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ich kann dem jetzt ein bisschen Raum geben, weil so vieles auch mich beschäftigt. Ja, aber jetzt habe ich das Gefühl, ja, dass ich mich da wie stark auch immer auch einbringen würde. Und hoffe sehr, sehr, dass dieser Ort erhalten bleibt, dass er, wenn er transformiert wird in einen dauerhaften Kunstort, dass natürlich der Charme erhalten bleibt, aber das glaube ich, dass das auch das Interesse ist. Ja, bin neugierig, auch wie die hinteren Räume dann gestaltet werden. Stell mir da auch Tanz vor, zeitgenössischen Tanz, Musik, Konzerte, was ja alles auch schon stattgefunden hat, aber was dann aber da so einen dauerhaften Ort finden kann. Und es gibt in Bamberg so wunderbare freie Szene für Tanz, für Theater,
für Musik sicher auch, die kenne ich aber nicht so gut. Ja, und dass sich das dann dort fokussiert, das ist so eine, ja, das ist so eine wunderbare Vorstellung. Und wenn ich da so ein kleiner Teil sein kann, ja. Die Einladung des Kunstvereins an meinen guten Freund Hermann de Vries, dort eine Ausstellung zu machen im Sommer. Und ich kenne ihn schon lange, arbeite seit langem mit ihm zusammen und ich entwickle gerade das Konzept zusammen mit ihm für die Ausstellung. Also könnte ich vielleicht sagen, dass wir das zusammen kuratieren und da freue ich mich natürlich drauf. Wir haben ganz viele Ideen, wie wir das Kesselhaus, ja, wie das den Rahmen bilden kann für seine Arbeiten. Da freue ich mich sehr drauf. Wie kannst du dir vorstellen, über das Wein ausschenken, dich noch anders aufgrund irgendwelcher Fähigkeiten, die du hast, einzubringen? Ja, also Lust hätte ich natürlich schon, aber ich sehe da, dass es da so ein ganz aktives, engagiertes Team gibt. Ich kenne die Strukturen noch nicht gut genug, um zu sagen, da könnte ich was, sondern das lasse ich jetzt mal wachsen. Und wenn ich die Menschen näher kennenlerne, vielleicht auch die Strukturen besser kennenlerne, wer macht was im Verein, außer Frau Kahle natürlich, dann ja, also ich bin Autorin von Beruf, schreibe seit ich denken kann, schreibe jetzt auch viel über Kunst, die letzten 15 Jahre oder 20, ja, also in diese Richtung. Also du könntest vielleicht Texte schreiben? Texte schreiben, natürlich wäre ein Traum von mir, den formuliere ich jetzt einfach mal auch, ja, vielleicht durchaus in einem größeren Abstand mal eine Ausstellung zu kuratieren, das ist noch so ein Traum von mir, ja, wo ich mir vorstellen kann, dass mir das Spaß machen würde, jetzt nicht nur bei Hermann de Vries, den ich ja sehr gut kenne, das auch mal mit einer anderen Künstlerin, mit einem anderen Künstler ein Konzept zu entwickeln. Und ja, und im Kesselhaus vor allem, weil das, dieser Raum ist, der mich so reizt und der auch so herausfordernd ist. Also das habe ich noch niemand gesagt im Kunstverein. Das weiß auch die Barbara Kahle so nicht. Natürlich nicht. Genau, aber wenn ich jetzt schon so gefragt werde, dann sage ich einfach mal, dass das so ein Traum von mir sein könnte. Und da könnte ich mir vorstellen, im Kunstverein auch so eine Heimat zu finden.